Ja, wir freuen uns über eine super Teamleistung und über 3 Punkte. Kaputt fühle ich mich, ne? Aber trotzdem freue ich mich riesig, dass wir gewonnen haben, dass wir so einen wichtigen Dreier geholt haben. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen schwer reingekommen ins Spiel. Die ersten 20, 25 Minuten haben uns dann aber ja, das, was uns ausmacht, reingekämpft ins Spiel. Immer besser reingekommen. Ende der ersten Halbzeit, dann Anfang zweiter Halbzeit. Nach dem Standard das 1-0 gemacht. Das natürlich sehr, sehr wichtig ist für unser Spiel, dass wir dann in Führung gehen. Und ja, heute gezeigt, was mit Einsatz, was mit Energie alles drin ist, wie man das brutal dann das 1-0 verteidigen kann. Am Ende noch einen überragenden Torwart gehabt, der dann ein oder zwei Dinge rausgeholt hat. Eigentlich ist mein Laufweg ein bisschen mehr weiter vorne, wirklich exakt auf dem Torwart zu laufen, aber ich habe ein bisschen gesehen, dass der Torwart rauskommt und ich habe den Ball anders eingeschätzt wie er anscheinend. Ich habe gesehen, dass er eigentlich ein bisschen länger wird. Ich glaube, dann Ali hinter mir fast den Laufweg geklaut, aber ja, ich glaube, wenn man reinmacht, dann wird einem das vergeben und deswegen, wir freuen uns sehr über eine unfassbare Teamleistung und über unfassbar wichtige 3 Punkte. Gut, den Tabellenführer zu gewinnen, ist richtig schön und war auch enorm wichtig, wenn man die Tabellensituation gesehen hat. Aber der entscheidende Punkt war, dass wir einfach seit Ewigkeiten wieder zu Null gespielt haben. Und das muss die Basis sein in der dritten Liga. Und ja, das haben wir heute richtig gut gemacht und deswegen haben wir auch verdient gewonnen. Ja, ich denke jetzt so kurz nach dem Spiel fühlt sich wirklich sehr gut an. Es war eine sehr wichtige 3 Punkte für uns. Ich glaube, jeder hat alles rausgehauen, sodass wir am Schluss kaum noch laufen konnten. Aber nur so kann man das erfolgreich bestreiten. Wir sind sehr zufrieden für heute. Sobald man einen Schritt zu wenig geht, sieht man, dann bekommt man die Quittung. Ich meine, wir haben letzte Woche auch 1-0 geführt, haben es aber nicht geschafft, über die Zeit zu bringen. Und heute haben wir es geschafft. Umso happier sind wir, weil wir leben im Hier und Jetzt. Wir haben heute jetzt die 3 Punkte geholt. Das Spiel von letzter Woche ist abgehakt. Wir sind froh, dass wir eine Antwort geben konnten auf dem Platz und sind auch froh, dass wir mit 3 Punkten nach Hause die 3 Punkte zu Hause behalten haben. Ja, weiß ich nicht. Ich denke, allzu viel haben wir heute nicht zugelassen und der Standard hat uns heute geholfen, das Spiel zu gewinnen. War sehr effektiv. Hinten haben wir leidenschaftlich verteidigt. Ja, wir dürfen uns nicht drauf ausruhen. Wir haben jetzt endlich die magische 30-Punkte-Marke geknackt für uns hier. Aber die 31 Punkte, die wir haben, die reichen noch nicht. Da müssen wir schon weiter punkten und weiter Gas geben und weiter hart arbeiten, denn nur so geht's.